Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 12. Wir machen weiter mit einer Sequenz. Das schaue ich erstmal, wer alles dabei ist. Ja, das sieht aber gut aus. So können wir kämpfen. So, wir beginnen mit einer Sequenz, soviel ich weiß. Genau. Sinn, ne? Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethysite. The Nethysite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King. They affected Nethysite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethysite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne. And the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone, you must admit, is more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were deified Nethysite. Dr. Cid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanasta soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. Ja, wieder eine ganze Wendung in der Geschichte. Glaubt man gar nicht. Das Ganze hin und her. When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our
Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Friend? Such heat! The mist, it's burning! 6,800, 6,900, 7,000! This must be deifactor nethersite! The count still climbs! Ah, we found it at last. True deifactor nethersite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, Vain. What is this? Something's wrong! What is it? You stand! Hold her down! What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky Pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bosch? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Also gut. Wir müssen erstmal die ganzen Imperialen hier ausschalten. Ich glaube, wir haben keinen Punkt zum Speichern, halt scheiße. Fran haben wir nicht im Team. Brauchen wir auch gar nicht. So. Jetzt können wir Vossler angreifen. Der will eh nur hier mit Bash campen. Fran haben wir schon auf den Grund nicht. Eigentlich hätten wir Fran nehmen können. Weil das, was wir gerade gesehen haben, war der Berserker-Modus von ihr. Der haut dann schon ganz gut rein. So, warte. Und wir tun ihn mal heilen. Nebenbei. So, und weiter draufhauen. Ich würde sagen, der braucht unbedingt mal was anderes. Ey. Andere Waffe. So. Wir haben ja auch Techniken. Können wir ja mal eine einsetzen, oder? Wir hatten ja eine. Sondern. Rote Hydra. Auf Vossler. Was wir machen? Klar. Rasch geht zu Boden, na dann das Gespräch. Und wir nehmen hier die rote Hydra. Die halt einfach mal nichts gebracht hat. Aber gut, halt. Wir jetzt im Berserker-Modus. Kannst du nicht draufhauen. Haben wir sie jetzt abgeschlossen? Engine power falling rapidly. Each negative, impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down there? What's happened? The Nethersite's draining the ship's power. Disengage it at once. I want that number 3 now. Let me in. It's infected. Reach critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done. I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty.
Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. Okay, das Schiff explodiert jetzt, das Schiff. Ja, der Stein ist jetzt weg, oder was? Und jetzt gut los. The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the Yacht sounded throughout the Empire, Quitai Bujeba, citing sudden malady, my true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanasta. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. Also gut, wir sind jetzt mit den Rabanasta. Okay, was ist das jetzt für eine Stadt? Das ist aber ganz schön Verkehr in der Luft. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vayne not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vayne shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vayne, perhaps. Yet surely Lord Lancer will make for a fine emperor.
Lars also adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabu Dis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethersite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethersite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethersite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethersite, I hold, must be my sword. I will avenge those who have died, and the Empire will know remorse. You even know how to use it? I... The Gareth may know. The Gareth people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it, the cry of the Nethersite's power, whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Gareth. They live beyond Osmond Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you.
I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean, something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, I... You know... The Gareth are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. So, endlich geht's weiter. Es waren jetzt ganz schön viele Sequenzen und Videos. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Und wir können hier auch an den Clanstand gehen. Wir haben nur keine Kohle, um irgendwas zu kaufen. Diese blöde Kameraführung, ne? Naja, wie auch immer. Der ja, der ist hier, oder? Es ist der, genau, ist der Clanstand hier. Ja. Mobs müssen wir auch machen. Armor gibt es zu kaufen. Naja, dann. Keine Kohle. Okay. Speichern wir halt auch mal ganz geil. Können wir machen. Was wir aber noch machen können. So. Mobliste. Dexter. Westwüste. Also gut. Wir gehen in die Westwüste. Und muss eigentlich da lang gehen, ne? Westwüste. Dann stammen wir uns erstmal den ersten Mob. Und dann gehen wir zu die Taverne, ins Clan-Hauptquartier. Und dann schauen wir mal weiter. Wir müssen nochmal die Nebenquests mal anfangen. Weil im Moment sieht es so aus, als würden wir nur der Geschichte nachjagen. Wir müssen nach rechts. Westwüste ist so drüben. Und von da aus werden wir mal den Wolf jagen. Der ist überfällig. Speichern, ganz wichtig. Wird schon ewig nicht mehr gemacht. So. Stimmt jetzt fast eine halbe Stunde her, wo wir es jetzt mal gespeichert haben. So, okay. Wie viele Leute sind wir jetzt? Drei. Ja, okay. Westwüste.
Müssen wir mal schauen. Achso, ich habe immer noch keine Karte von der Westwüste. Da muss man halt hier rumlaufen. So. Und zwar. Das ist irgendwo dort unten. Da geht es in diese komische Ebene. Ja, da, ich denke mal, das ist der richtige Weg. Okay. Das haben wir auch noch etwas viel hier. Gucken wir mal den Dexter. Ich denke mal, dass ich hier richtig bin, dass man hier hat für einen Vogel. Ja, ja, den kennen wir ja. Aus der Isar-Ebene. Zu den Garifs ist schon ganz cool. Komische Typen. Wir müssen dadurch die Osmose-Ebene. Das ist dann schon wieder cool. Weil dort können wir ein bisschen leveln. Ja, da lang geht's. Steht ja nicht dabei, wie die Ebene hier heißt. Galtea-Hügel sind hier drüben, ne? Okay, bin ich doch falsch gelaufen. Mal Galtea-Hügel, dort muss er irgendwo rumrennen. Der Riesenwolf. Ich muss die wieder mal ändern, ne? Mit dem Gegner des Grubenführers. Blickfeld, 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 Blickfeld. Das ist auf jeden Fall angenehmer, wenn jeder dann weiß, was man machen muss. Da geht's nach oben. Das war ja Galtea-Hügel gewesen. So, also wenn das jetzt die Galtea-Hügel sind, die ihr schon vorher lesen könnt, dann laufen wir das Ganze hier mal ab und suchen den. Schön. Da geht es nämlich dann irgendwo. Das ist eine gute Frage, ne? Wir laufen hier erstmal alles ab. Da hinten vielleicht. Sieht nicht so aus. Da drüben wäre noch was. So, Wolfsfell und Windstein. Da ist er doch. Der Dexter, der Riesenwolf. Dexter. So. So viel dazu. Und jetzt können wir zurückgehen. Schade, dass hier keine
wenn ich irgendwie anders da zurück teleportieren kann. Das ist halt echt traurig. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen da hoch. So. Jetzt müssen wir in die Taverne. Hier gibt es doch dieses Mokaxi hier. Kostet ihr Geld? Taverne zum Sandmeer? Ist kein Geld, sehr geil. Das ist ja mal richtig cool, ha? Huh? Also gut. Was ist jetzt? Ach so, hier drüben. Hier drüben. Also gut. So, er hier, Gasri. Wir haben ihn erledigt, ja. Hat ein bisschen gedauert. Okay. Ja, dann gehen wir zurück zu deinem. Naja, wie auch immer. So, mal gucken, was jetzt angeschlagen ist. Blütenkaktor, ja. Ist gekauft. Dieser Ebene bei Dandro. Okay, ich weiß, wo der ist. Dann machen wir noch den Todesabt. Mira in Rabanasta. Klar. Ich glaube, die sind unten in der Südstadt. Unterstadt. Ja. Und den Mithag, den machen wir auch. In den Lusuminen. Okay. Himmelstadt. Okay. Sehr schön. Dann haben wir noch was für die nächste Folge. Da werden wir, glaube ich, Mobs jagen. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.